Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es darum, drei Tipps von erfolgreichen Menschen, die ich erhalten habe, die mir wirklich weiter geholfen haben und immer noch helfen. Legen wir direkt los. Tipp Nummer 1 ist es, euer Metafokus, euer Main-Fokus sollte niemals Geld sein. Niemals. Denn wenn ihr mal das wirklich, wenn ihr das so betrachtet, dass Geld ein Wert ist, es ist nur ein Stück Papier mit einer Zahl drauf, es ist nichts anderes als ein Wert, ein Gutschein. Stellt euch das mal so vor. Wenn das euer Fokus ist, ja, einfach nur Geld, dann müsstet ihr quasi jemandem Geld geben, um Geld zu erhalten. Das macht aber überhaupt keinen Sinn. Also außer ihr seid eine Bank und habt neben Zinsen oder so, ja. Stattdessen müsst ihr einen Mehrwert wirklich schaffen, den Leute gerne bezahlen mit Geld, mit diesem Gutschein. Ja? Das heißt, ihr öffnet euch, um Geld zu empfangen. Ich gebe euch da mal ein Beispiel. Zum Beispiel Nike und Deichmann. Ja? Nike, Top-Qualität, geiles Design, geiles Marketing, super Support. Ja? Wenn der Schuh irgendwie einen Fehler hat, kaputt geht, bekommt ihr euer Geld zurück oder bekommt einen neuen Schuh oder was auch immer. Ja? Deichmann, zahlst halt 50 Euro, keine 100 wie bei Nike für einen Schuh, aber die Schuhe sind in 2-3 Wochen kaputt. Ja? Und davon gehen die auch aus. Das ist deren Philosophie. Die sagen, hey, du zahlst 50 Euro, bei uns Marketing gibt es sowieso nicht, Support auch nicht. Wenn er kaputt ist, ist er kaputt, kaufst du halt einen neuen. So, deswegen ist aber Nike auch hier und Deichmann hier. Ja? Also deswegen machen die so einen Umsatz und die so. Zweiter Tipp, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Das habt ihr bestimmt von euren Eltern schon gehört. Ich habe es von meiner Mutter damals sehr oft gehört. Habe es lange, lange nicht befolgt, was sehr, sehr schade ist. Aber letzten Endes habe ich es dann auch irgendwann selbst gemerkt. Und jetzt nochmal durch meine Mentors, die mir den Tipp gegeben haben und ich das auch wirklich sehe an denen. Also ich meine, ich habe mittlerweile 5 Freunde, die kann ich an der Hand abzählen, 5 wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, dazu gehört mein Geschäftspartner und mein bester Freund, meine Freundin. Und das war's, ja. Was aber auch nicht schlimm ist, ja. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Wenn euer ganzer Freundeskreis ein Alkoholiker-Freundeskreis ist, dann werdet ihr Alkoholiker, ja. Wenn euer Freundeskreis aus Drogensüchtigen besteht, dann werdet ihr drogensüchtig. Oder wenn euer Freundeskreis nur aus Leuten besteht, die keine Ziele wirklich im Leben haben, sondern so einen Tag leben, dann macht ihr genau dasselbe. Ja? Und genau dasselbe könnt ihr aber auch positiv sehen. Wenn ihr wirklich Freunde habt, die erfolgreich sind, zielstrebig, Millionäre, was weiß ich, reich sind, dann werdet ihr früher oder später genau das adaptieren. Ihr werdet euch anpassen. Ja? Ihr werdet in diese Richtung gehen. Denn wir Menschen sind nichts anderes als Rudeltiere, ja, wir passen uns immer der Gesellschaft an, diesem Rudel, ja, und das passiert subtil, das, wie gesagt, das könnt ihr nicht mal steuern, und versucht, ich will auch nicht sagen, ihr sollt jetzt opportunistisch werden und sagen, ja, der hat Geld, ich will jetzt nur noch mit dem zu tun haben, Schwachsinn, ich sage nur, ihr sollt euch wirklich Vorbilder suchen, beschäftigt euch mit Menschen, die euch faszinieren, die euch wirklich sagen, Value geben, ja, die sagen, wo ihr sagen könnt, boah, krass, der hat das und das erreicht, was kann der, was ich noch nicht kann, ja, und die Betonung liegt auf noch nicht kann, ja, denn jeder Mensch kann alles lernen letzten Endes, ja, es liegt nur an dir, was du bereit bist, dafür zu tun. Tipp Nummer 3, stell dir die richtigen Fragen. Wenn du dir nicht die richtigen Fragen stellst, erhältst du auch nicht die richtigen Antworten, die dich weiterbringen, ja. Also auch ein Beispiel, Anthony Robbins, ja, ich finde den Typen unglaublich, also das ist zum Beispiel so ein Vorbild für mich, also abgesehen noch von meinen Mentoren natürlich, aber das ist ein Typ, ich habe sein Buch, ich lese sein Buch und schon habe ich eine Verbindung zu dem Menschen, ja, ich muss ihn nicht mal kennen. Beispiel folgendes, der Typ hat ein System entwickelt, das System, also der ist im Bereich Psychologie, Neurowissenschaften und Persönlichkeitsentwicklung, ja. Der ist ein Jahr lang durchs ganze Land gereist in Amerika und hat quasi Seminare gegeben und hat den Fokus darauf gehabt, nicht Geld zu verdienen, sondern den Leuten wirklich zu helfen, ihr Leben zu verändern, ja, das Rauchen aufzuhören, finanzielle Freiheit zu erlangen, keine Ahnung, Fettsucht zu bewältigen, Depressionen etc. 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 Und das funktioniert wirklich, ja. Und der kommt nach Hause nach einem Jahr Arbeit, ja, er hat natürlich einen Geschäftspartner, der in der Firma war und quasi die Zahlen überwacht hat, etc., etc., etc. Und er kommt nach Hause und kriegt einen Anruf von seinen Anwälten, Experten, da, Expertenteam, das er da um sich herum hat, und die sagen ihm, hey, du bist pleite.
Du bist insolvent. Du kannst Privatinsolvenz anmelden. Also wie, das kann doch nicht sein. Ich habe gearbeitet, ich habe so viel Geld verdient. Ja, dein Geschäftspartner hat dich beschissen. 87.000 Dollar. Fast eine Million. Und er so, ja, wie, das kann doch nicht sein. Warum ich? Wie kann er mir das antun? Er weiß doch, dass er mein Leben damit zerstört. Was mache ich, was sehe ich meinen Kindern, um Gottes Willen? Aber ihr merkt schon, auf diese Fragen kriegst du eigentlich nur negative Antworten. Bringen die dich weiter? Sicher nicht. Und das hat er verstanden. Er hat sofort gecheckt, okay, hey, das sind die falschen Fragen, die ich mir stelle. Und er hat dann sofort begonnen, sich zu fragen, was kann ich daraus ziehen? Was kann ich Positives, was kann ich jetzt verändern, was kann ich jetzt sofort verändern, proaktiv, um diese Krise zu bewältigen? Ich werde nicht Insolvenz anmelden, ich werde nicht pleite gehen, ich werde mich davon nicht niedermachen lassen, ja? Ich werde mich da nicht unterkriegen lassen. Und dann ist ihm die Idee gekommen, ja? Dazu muss ich noch sagen, der Typ hat ihn beschissen, indem er quasi sein System übernommen hat und sich selber auf die Bühne gestellt hat und das Geld kassiert hat. Das sind teilweise 1000 Menschen anwesend bei solchen Seminaren. Die kosten teilweise 300, 400, 500 Euro, Dollar, die gehen über 3 Tage, 4 Tage. Und das hat er eben geklaut. Ja, also er hat das Geld nicht geteilt, sondern er hat es in seine eigene Tasche gesteckt und sich quasi mit dem System Anthony Robbins, mit seinem Wissen, mit seinen Verfahren quasi bereichert. So. Und dann hat sich Anthony Robbins gedacht, okay, pass auf, was kann ich tun, um vor Ort zu sein, um alles unter Kontrolle zu haben? Erst den Typen natürlich rausschmeißen, ciao. Aber was kann ich tun, um dann vor Ort zu sein, um nicht rumreisen zu müssen und trotzdem die Leute zu erreichen? Bam. Er hat Hörbücher entwickelt, eine TV-Show entwickelt. Und somit kann er von dort aus, wo er eben ist, das ganze Land erreichen. Ja? Und jetzt kommt nochmal, noch was draufgesetzt, hat sich gedacht, hey, pass auf, wenn dieser Typ es geschafft hat, so viel Geld mit meinem System, mit meinem Namen zu verdienen, aber er stand letzten Endes auf der Bühne, nicht ich, dann mache ich doch ein Franchise-System draus. Er lizenziert die Sachen, verkauft sie, ja, und jetzt berät er Präsidenten, große Finanzkonzerne, Konzerne im Allgemeinen, Staatschefs. Der hat 500, 600 Millionen, ihr könnt es gerne mal googeln, Net Worth, Anthony Robbins, der ist 500, 600 Millionen schwer. Und der ist nicht so reich, weil er seinen Fokus auf Geld hatte, nein. Sein Fokus war es, Leuten zu helfen. Ja? Er hatte Vorbilder, er hat sich Leute als Vorbild genommen, was er auch immer wieder sagt, zum Beispiel Warren Buffett, ja, eines seiner größten Vorbilder. Und er hat sich die richtigen Fragen gestellt. In den schlimmsten Situationen, in den Situationen, in denen es eigentlich keinen Ausweg mehr gab, hat er sich die richtigen Fragen gestellt und hat etwas Positives erhalten dafür. Ja? Also nochmal zusammengefasst. Erstens, euer Metafokus, euer Main-Fokus sollte niemals Geld sein. Ja? Schafft einen Mehrwert und ihr bekommt dafür Geld. Das werdet ihr sehen, das passiert ganz von alleine. Tipp Nummer 2, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ja? Also wie gesagt, ihr seid diejenigen, die sich eure Freunde aussuchen. Ja? Wenn ihr euch schlechte Freunde sucht, dann sucht ihr euch nur mal schlechte Freunde. Ja? Ich will jetzt niemandem hier irgendwas unterstellen, um Gottes Willen. Ja? Aber ihr merkt für euch selber könnt ihr ja sagen, hey, bringt mir das was oder nicht? Und es soll nicht opportunistisch klingen. Ja? Und zu guter Letzt, Nummer 3, stellt euch die richtigen Fragen. Ja? Also wenn ihr wirklich eine Situation habt, in der ihr keinen Ausweg mehr seht, dann versumpft nicht in Selbstmitleid oder warum und weshalb und wie kann... Nein, proaktiv. Was kann ich tun, um diese Situation zu verbessern? Ja, also positive Fragen, auf positive Fragen erhältst du positive Ergebnisse. Ja? Und darum geht es immer, positiv und negativ. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video bitte einen Daumen hoch beziehungsweise like das Video, schaut auf unsere Website vorbei. Wir haben einen neuen Newsletter für euch, der heißt Tipp der Woche. Das ist kein Verkaufs-Newsletter, nichts. Da ist auch nicht mal ein Link drin, es ist plainer Text, purer Content. Da geht es um Mentoring, Mindsets, Persönlichkeitsentwicklung, Business, Marketing. Marketing, das ihr auf jegliche Art von Business anwenden könnt. Ja, also wirklich interessante Sachen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao.